Macht trotzdem deinen Kopf kaputt, aber trotzdem. Gute Frau. Und trotzdem macht sie Kopfschmerzen, ja. So, was willst du machen? Wir haben russisches Temperament und es ist manchmal nicht einfach, damit umzugehen, das stimmt. Ich denke mir manchmal selber so, boah, ich bin schon echt krass anstrengend. Aber ich meine, ich bin... Andererseits denke ich mir auch, ich weiß, dass ich eine gute Frau bin. Egal, wie viel Aufmerksamkeit du schenkst, es reicht nie. Ja, weiß ich nicht. Du musst halt mehr Blumen schenken oder so. Ich weiß nicht. Oh Mann, das ist komplett kaputt geworden. Belogen sowieso, ja, das sein muss. Und eine ungerade Zahl, weil das ist ganz wichtig. Immer eine ungerade Zahl. Man muss viel Zeit haben, Alter. Ja, außer der Mann ist arbeiten, so, dann kann man verstehen. So, Arbeitstier ist eh attraktiv. Und ja. Aber russische Männer sind auch oft Arbeitstiere. Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön. Boah, ich muss... Bald ist einfach schon Weihnachten. In 2 Monaten. In 2 Monaten. Oha. Deswegen, ich muss vor Weihnachten muss ich auf jeden Fall noch Friseur machen. Also Friseurtermin machen. Deswegen mal gucken, ne? Mal gucken. Ich habe überlegt, ob ich mir die Haare so ein bisschen gräulich mache. Nein, ich bin nicht Ukrainerin. Hör mal auf. Ich bin Russin. Alter, ich war arbeiten und bin noch mit dir ausgegangen, wo ich todmüde war. Ehrenmann. Ehrenmann. Aber so, das muss bei mir halt nicht. Also, wenn er todmüde ist, ist er todmüde. Ich meine, wenn ich todmüde bin, würde ich mich auch nicht treffen wollen. Wie ist es? Was geht denn hier ab? Was geht denn hier ab? Hallo. Keine Politik. Dankeschön, Samir, für die Flammherzen. Was für Decke? Das ist mein Oberteil. Aber ich habe blaue. Naja, wenn die keine Aufmerksamkeit kriegt, dann die Kopfschmerzen macht jederzeit. Ja, aber Aufmerksamkeit will man ja halt auch haben, ne? Halt nicht. Also man kann ja auch verstehen, wenn man müde ist, dies, das, sich nicht treffen kann, ist ja auch voll legitim. Aber wenn man so überhaupt gar keine Aufmerksamkeit bekommt, ist schon komisch. Boah, ich habe gestern einfach 11 Euro für eine Mascara ausgegeben.
Und die ist nicht mal gut, ne? Wieso habt ihr euch denn getrennt, so wenn du ihr so viel Aufmerksamkeit gegeben hast? Ja, du heißt einfach wie eine Mutter von meinem Kollegen. Ja, was willst du machen? Ist dein Kopf echt, ey? So, danke schön. Bewerte mal. Okay, ich bewerte jetzt Profilbilder. Okan. Bild ist schon echt gut. Es hat was. Das ist eine 8 von 10. Wann bist du aufgewacht, ja? Keine Ahnung mehr, wann ich aufgewacht bin. Nein, ich habe keine Nasenoperation gemacht. Du siehst aus wie eine Barbie. Dankeschön. Außen. Ja, bewerten. Bitte. Ich weiß nicht, wie man deinen Namen ausspricht, aber oh, ich sehe halt nicht so viel, aber das ist auch eine stabile 8 von 10. Oder 9 von 10. Ich habe Schluss gemacht, die hat Vertrauensprobleme. Oh. Krise. Werte mein Profil. Oha, das Foto ist krass. Das ist krass gemacht. Auf jeden Fall. Also ich finde das Foto, das sieht auch richtig professionell gemacht aus. Doch, das ist schon 10 von 10. Also ich sehe halt jetzt nicht das Gesicht, ne? Aber so Fotoqualität, so wie das Foto gemacht worden ist, wie ist das? So, das Foto an sich ist halt sehr schön. Hab dich irgendwo gesehen, wo denn? Wo denn? Ja, du hast recht. Aus welcher Stadt kommst du? Wo hast du mich denn gesehen? Dann kann ich dir sagen, ob das vielleicht stimmt.